Servus Leute, willkommen zurück zu Far Cry 4. Und ja, im letzten Part haben wir uns ein bisschen die Gegend so angesehen, haben diesen einen Glockenturm befreit und die Karte ein bisschen erschienen lassen, quasi. Und ja, ich würde sagen, oh, da hinten haben wir noch den Adler, den Toten. Den tue ich gleich mal ausweiten. Da haben wir ihn. Federn, was können wir denn damit machen? Vielleicht Pfeile herstellen, das erscheint mir logisch. So, was machen wir denn? So viel Auswahl haben wir noch gar nicht. Ja, machen wir noch die Mission von der lieben Amita. Die so schön auf uns zu sprechen war, ne? Die uns eigentlich so dumm angemacht hat. Und da sind wir wieder, home sweet home. Amita-Lein, wo bist du? Ich finde das so schön hier. Wie hier alles so einen eigenen Ablauf hat. Einfach unbegreiflich. So, Amita, was hast du denn für uns? Sobald sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. So, wir haben einen Jagdbogen erhalten. Wenn das nicht mal cool ist, dann können wir gleich einmal zum Jagen verwenden. So, wo ist denn die olle Farm? Die müsste gleich da hinten sein. Wir sollen einer ollen Oma helfen. Das machen wir doch gerne, ne? Ui. Mal schauen, was sie so für ein Problem hat. Sollen wir sie auf die Toilette begleiten oder sollen wir ihren Hintern abwischen? Mal sehen. Nur Seitenwaffen. Okay, das ist ein Gebiet, wo wir nur mit der Sekundärwaffe schießen können. Und das hier ist eine Seitenwaffe. Das heißt, ich kann damit während dem Fahren schießen. Nee, das ging doch vorher nicht. Hä? Lol. Oh. Fuck. Heiliger. So, hallo. Was willst du denn? Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Fälle kann ich auch gut gebrauchen. Okay, diese alte Frau ist ja etwas verwirrt und säuft den ganzen Tag vor sich hin. Und wir sollen einen Wolfsbau auslöschen. Was haben wir denn? Was blinkt denn da so? Ach, das ist nur Munition. Davon haben wir eh genug. Schönes Dorf hier, muss man schon sagen. Das sind schöne Kunststücke hier. Wow. Hey, was macht ihr denn da? Da liegt ein verwesendes Schwein. Ich wusste gar nicht, dass Vögel sowas essen. So, haben wir hier schon einen Wolf? Versuche ich mal aus der Ferne zu erwischen. Ehe er mich bemerkt. So, das müsste klappen. Das war voll daneben.
Mann, renn ich weg! Seit wann sind Wölfe solche Angsthasen? Ui! Oha, ein Schuss, er ist weg. Okay, ich habe ihn zweimal getroffen. Achso, das wusste ich gar nicht. So, jawohl. Komm her, ich will dein Fell. Denn ich will mir einen Waffengurt herstellen. Muss ich jetzt hier runterspringen? Das mache ich doch gerne. Schön mit Anlauf hier. Und... hui! Und hier haben wir noch einen Schatz irgendwo. Hochzeitsfotos. Ich glaube, die werden nicht mehr so gut sein, wenn die so die ganze Zeit unter Wasser lagen. Ja. Zerstöre den Wolfsbau. Oh. Die sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Boah, das sieht irgendwie gruselig aus, wie die noch so guckt. Lol. Wunderkerzen. Wollte ich ja noch schon Pfeile mitnehmen? Das ist das Schöne an Pfeilen, dass wir sie immer wieder aufsammeln können. Falls wir sie dann auch finden. Was ist denn hier? Irgendein anderes totes Tier. Jawohl, den ersten haben wir. Der zweite haut ab. Erstmal. Hier liegt schon ein toter Wolf. Da hat wohl schon jemand gute Arbeit geleistet. Unsere Beutetasche ist voll, deswegen stelle ich kurz mal die Waffengurt her. Jawohl, richtig cool. Schabrackentab hier, Fell brauchen wir fürs nächste. So, jetzt haben wir schön wieder Platz für neue Felle. Aber ich muss doch mal was verkaufen. Also diesen ganzen Ramsch hier wie... keine Ahnung. Okay, die Tasche ist wieder voll. Oh. Das hat's jetzt gebracht. Dass ich die Truhe jetzt aufgemacht habe. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Bögen... heutzutage mit Taschenlampen ausgestattet werden. Okay, wo ist denn hier noch einer? Okay, das war der letzte. Der guckt auch wieder so grauenvoll. Und der hat irgendwie Tränen in den Augen. So sieht es auf jeden Fall aus. Boah, richtig krass. So, wir müssen das ganze Ding hier hochjagen. Wie machen wir das? Okay, Brandpfeile ausrüsten. Aber ich habe keine Brandpfeile. Oder habe ich das? Nö, hab ich nicht. Dann benutze ich mal die Granate hier, um das Explosivpass hochzujagen. Abkochen hier und weg! Wieso ist nichts passiert? Warum ist das Ding hier nicht hochgegangen? Kaputt! Ui! Heiliger! Oh. Einfach mal keine Animation vorhanden. Einfach zack und ist kaputt. Boah, wie alles dampft und staubt. Kehre zu Kanan zurück. Zu der alten Knackerin. Wow. Du bist tot. Wie hat er uns denn getroffen? Ohne Witz. So, da oben ist noch ein Schatz. Aber da unsere Tasche voll ist, kann mir das egal sein. So, dann haben wir die ganzen Wölfe hier ausgerottet. Die werden so schnell nicht mehr wiederkommen. Was fliegt denn da die ganze Zeit rum? Macht dieser komische Vogel da, der vorhin das Schwein gefressen hat. Ach, da bist du ja, Amita. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder.
Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Es ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Der Wolfsbaum-Mission beendet. Okay, diese Badra und sowas ähnliches wie der Dalai Lama. Des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die ist irgendwie so ein Dalai Lama aus Kyrat, ne? Also sie wurde auserwählt, die Welt zu retten, ne? Und was machst du denn hier? Was machst du für Faxen. Was ist das denn für ein cooles Ding hier? Heiliger, ist das ein... Naja. Obwohl, Alter, es geht ja ganz schön ab. Dafür, dass es so kümmerlich aussieht. Wow, sorry. Boah, ich wollte den Händler gar nicht töten. Das war doch nicht meine Absicht, ohne Witz. Okay, Longinus. Wo bist du denn? Am anderen Ende der Welt. Übernimm eine Mission von Longinus. Okay. Ein ziemlich schräger Typ, wie der Sabal gesagt hat. Mal gucken, was er so für uns hat. Obwohl, ich wollte eigentlich... Ach, ich gehe vorher nochmal nach Banapur. Weil ich möchte meine ganzen Waffen verkaufen. Und wir haben ja jetzt einen zweiten Waffenslot, ne? Und den müssen wir noch füllen. Jagdbogen erhalten, Stormer erhalten, Skorpion erhalten. So, verkaufen. Wunderkerzen, weg damit. Stapel verkaufen, okay. Alle unbenutzbaren Gegenstände verkaufen. Ja, das ist sehr praktisch. So, Mams Notiz. Brauchen wir das noch? Wenn wir so eine Notiz haben, warum kann ich das für 200 Rupien verkaufen? Egal, behalte ich es mal. So, auf was ich Lust hätte, wäre eine Sniper. Wo haben wir sie denn? SVD, her damit. Eine richtig geniale Waffe. Gekauft. Rüsten wir gleich mal hier oben aus. Nur Seitenwaffen, okay. Stimmt ja. So, ich tu die mal tarnen. Was ist denn cool? Ich finde, das Gold sieht irgendwie so rostig aus, ich weiß nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht schon sehr cool aus. Ich mach mal das hier. Das gefällt mir gut, oder? Ja, nehmen wir mal das. Verfolger. So. Seitenwaffen. Benutze ich mal die Skorpion. Ja, die haben wir jetzt mal nicht. So, und auf zum Longinus. Oder wollte ich noch was machen? Nö, ich glaube nicht. Jetzt können wir mal den geilen Gleitschirm verwenden. Der hier schon sehnsüchtig auf uns wartet. Auf seine Benutzung. Der ist auch richtig cool. Hui. Mal ganz entspannt so in der Nacht zu reisen. Ich stehe so richtig drauf, wenn in Spielen das Element mit Tag und Nacht vorhanden ist. Und sorry Leute, euch kann ich jetzt nicht helfen. Das war ein Karma-Ereignis. Wenn wir denen geholfen hätten, hätten wir Karma bekommen. Ich glaube, das hat sogar Auswirkungen auf die Story. Ob wir jetzt am Ende böse sind oder ob wir lieb sind. Und vorne habe ich den einen Händler da umgefahren. Das hat auch Karma abgezogen. Aber das wollte ich doch nicht mal. Ohne Witz, war nicht meine Absicht.
Nun jetzt runter. Das war doch eine Glanzlandung. Naja, fast. Er schießt denn da vor sich rum? Oh, hier ist so ein Schießstand. Ein Handy haben wir erhalten. Granaten. Und noch alles mit hier. Und was steht denn hier so? Meine liebste Tochter Tara, ich wollte dir noch schnell schreiben, bevor dein erster Einsatz im Außenposten Kilana Bazaar beginnt. Ich bin so stolz auf dich, deine Mutter auch. Irgendwo tief unter ihrer Angst. Du sollst dir bewusst sein, dass dein Lebensziel nicht darin besteht, unseres zu erfüllen. Ich werde aus diesem Anlass eine neue Ladung Raxi brennen und sie stolzer Vater nennen. Sag deinen Kameraden vom Goldenen Pfad, dass der alte Isha euch bald mehr als genug davon schicken wird. Dein Vater. Dein namenloser Vater. Und hier steht noch was. Longinus, meine Freunde. Longinus hat den Goldenen Pfad großzügig mit Waffen ausgestattet. Also haben wir ihm eines der Gebäude hier auf dem Trainingsgelände überlassen. Bitte seid ihm gegenüber höflich und respektvoll und scheut euch nicht, ihm nach Tipps zu fragen. Ich habe gesehen, wie er Waffen auseinander nimmt und reinigt. Er kennt sich wirklich gut damit aus. Amita. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie dieser Typ so drauf sein wird. Anscheinend soll er bei den Leuten hier nicht so beliebt sein. Schwarze Liste der Regierung. Was steht da wohl drauf? Kann ich das sehen? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich meinen Beutel öffne. Hier steht noch was. Mein Bethaus. Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein. Auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herrn sind eingeladen, mich beim Goldener Pfad Trainingslager zu besuchen. Longinus. Okay, ein sehr gläubiger Typ. Aber ich glaube, hier in den Gebieten sind alle gläubig. So, Herr Longinus. Hallo. Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist Edge. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Judah die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Sieger. Unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, es ist. Und er sprach zu ihnen: Gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Oha, ein richtig kranker Typ. Aber naja, wir haben jetzt andere Sorgen. Unser Dorf wird vor den... Ich will immer Rebellen sagen, aber dabei sind es ja die...
Armee-Spastis. Ah, die greifen uns an. Da sind schon welche, aber für die haben wir jetzt keine Zeit. Für diese kümmerlichen Würmer. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von ihr kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Das war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Okay. Nur deine Reden interessieren mich nicht, Herr Min. Ich weiß, was ich will. So. Wir sind gleich da. Haltet durch, Freunde. Der Retter naht. Oha. Hier geht schon heiß her. Oh, ich meine Sniper, da ist sie. Boah, wie riesig die ist. Wie komme ich denn hier durch? Okay, ich eile. Nein, ich brenne. Boah, das ist so nervig in Far Cry, wenn man brennt. Unglaublich. Schöne Spritze reingejagt. So. Hier wäre doch ein guter Sniper-Punkt. Ersten haben wir. Hallo. Danke. Wie der uns getroffen hat. Was kommt denn da? Ein Heli? Okay, der fliegt zum Glück weg. Weil ich wäre ziemlich aufgeschmissen, wenn der jetzt Waffen dabei hätte und mich angreifen würde. So, wo bist du, du Ratte? Du Rattengesicht. Hier sind noch Zivilisten, die darf ich jetzt nicht abknallen. Hallo, ich will schießen. Oh. Heiliger! Boah. Wie der mich niedergeschlagen hat. Oh mein Gott. So, jetzt rüste ich mal meine zweite Waffe aus. Für den Nahkampf wird die wohl besser sein. Oh, diese Draufgänger, die mit den Molotovs um sich schmeißen. Ist richtig nervig, wenn die plötzlich brennen und da auf einen zustürmen. So, hier ist schon noch Munition. Ihr habt keine Chance. Ich bin der mächtige AJ Gale. Brennt schon wieder. Aber die Sau hat uns zum Glück nicht erwischt. Boah. So, das dürften euch alle gewesen sein, oder? Also auf der Map sehe ich nichts mehr. Boah. Ich höre einen Heli. Da ist auch einer. Heiliger. Hoffentlich hat er keine Munition dabei. Beziehungsweise keine Waffen. Ne? Ich versuche die mal aus dem Heli rauszusnipen. Klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, ich kann ihn ja nicht treffen, weil er hinter diesem Vorsprung ist, ne? Boah. Schnell weg. Ich muss mich verschanzen. Da hilft alles nichts. Heil. Boah. Wie kommt denn da plötzlich hier hin? Mann, diese Shotgun-Idioten. Jetzt kommt er noch von beiden Seiten. Oh mein Gott. Mal gucken, ob ich hier meinen ersten Fail bekomme. So, den haben wir auch. Die Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Boah, die ist ja immer noch da drin. Wir müssen sie sicherstellen. Ey, du hörst mal auf damit. Ich hab keine Muni!
Und jetzt brenne ich auch noch. Heiliger. Dass es hier schon gleich am Anfang richtig zur Sache geht. Hätte ich nicht gedacht. Nimm doch Munition. Ich hoffe, die hält noch durch. Ja, was machst du denn hier? Tötest dein Leben oder was, während andere in Flammen untergehen? So, wo willst du denn hin, mein Kleiner? Du gehst nirgendwo hin. Finde einen Weg rein. Das sind Türen zum Mainstream. Okay. Nichts leichter als das. Hier irgendwo müsste doch ein Fenster sein. Da ist doch eins. Wow. Was ist denn hier passiert? Vater, wo bist du? Wo bist du? Ich komme. Boah, da ist sie. Schnell raus mit dir. Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Zurück zum Amtssender. Mission beendet. Boah, die arme Bartra, ne? Die hat wirklich ein sehr gestraftes Schicksal. Und warum hackt Amita immer auf uns rum, Mann? Sowas kann ich gar nicht leiden. So, ein Fähigkeitenpunkt. Lalala. Weniger Schaden durch Feuer, das mache ich jetzt unbedingt. Weil das Feuer geht mir so richtig auf den Sack. So Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, im nächsten Part werden wir dann... Ich habe was von einem Außenposten gehört. Zabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig, aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des Goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Wie ich von dem einfach immer unterbrochen werde. Ach übrigens, Leute, das Dorf, das einst so harmonisch war, ist jetzt völlig ramponiert. Das macht mich irgendwie traurig. Ja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Part und haut rein, meine Freunde. Ciao.